Ah, Martin, gut, dass du früher da bist. Kannst du mir dabei etwas helfen, bevor der Digi-Stammtisch anfängt? Ich muss für die Uni eine Präsentation erstellen und ich kenne mich mit dem Programm nicht so gut aus. Ich habe auch schon in einem Forum im Internet eine Frage gestellt und habe irgendwie keine Antworten bekommen. Alle haben nur gesagt, ich soll nicht die gleichen Fragen stellen wie jemand anders. Ja, aber hast du zuvor schon geschaut, ob jemand das Problem bereits hatte? Nein, ich dachte, ein Forum sei zum Fragenstellen da. Ja, aber es gibt auch dort gewisse Regeln, was man tut und was man nicht tut. Und das ist bekannt als sogenannte Netiquette. Diese Benimmregeln im Internet nennt man also Netiquette. Was sich aus Net, also Netz, und Etikett, also gutes Benehmen, zusammensetzt. Meist haben einzelne Seiten und Foren ihre eigenen Benimmregeln ausgearbeitet. Aber die wichtigsten Regeln sind fast überall gleich. Eine Regel, an die sich Katharina nicht gehalten hat, ist zum Beispiel zuerst lesen, dann posten. Zur Netiquette gehört auch, sich nicht zu beschimpfen oder zu beleidigen. Sogenannte Hasspostings, in denen rassistische, sexistische oder homophobe Inhalte gepostet werden, sind natürlich auch nicht erlaubt und können zum Ausschluss aus einer Community führen. Die Netiquette soll auch verhindern, dass es Cybermobbing, also absichtliche Beleidigungen, Bedrohungen, Bloßstellungen, Belästigungen oder Ausgrenzungen von Einzelpersonen in einer Community gibt. Denn auch wenn Cybermobbing nur im Netz stattfindet, hat es reale Auswirkungen auf die Betroffenen. Na gut, das nächste Mal lese ich, bevor ich poste. Aber wer kontrolliert jetzt eigentlich diese Benimmregeln im Forum? Gibt es da so eine Art Cyberpolizei? In den meisten Communities gibt es Moderatorinnen und Moderatoren, die diese Posts kontrollieren und gegebenenfalls auch löschen, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist. Puh, das klingt nach einem anstrengenden Job. Da ist mir mein Nebenjob als studentische Mitarbeiterin um einiges lieber.